Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Between the Stars, oder besser dem Angezeugt von Between the Stars, dem dritten und höchstwahrscheinlich letzten Part, denn viel kommt jetzt nicht mehr. Wir sind im neuen Schiff. Wir haben unser Schiff beim letzten Mal noch ein bisschen umgebaut. Achso, ja gut, könnte ich euch nochmal kurz zeigen, ne? Für die Leute, die das vielleicht nicht gesehen haben, schaut euch die anderen Parts trotzdem nochmal an. Das sind sehr interessante Game-Mechaniken, die hier kommen und die man hier sehen kann. Ah, leider können wir das auch nicht mehr upgraden. Ich hätte gerne mehr Protonin. Ich ist nur irgendwie da so... Hier sehen wir auch noch die Fraktionen, bei denen sind wir beide gerade ziemlich alliiert, auch bei den Piratenschmugglern aus irgendeinem Grund und bei der Intergalactic Corporation. Ja, who knows why, ist auch nicht so wichtig gerade, weil das hat nicht viel Einfluss momentan. Ja, wir haben Minenwerfer, wir haben Pulsgenerator, wir haben zwei Abfanglaser gegen Raketen, die werden wir jeden Fall gebrauchen können. Nein, ich will eigentlich nur die Station verlassen, goddammit. So, ich mache jetzt noch einen Screenshot, oder beziehungsweise ein Foto. So, wir sollen jetzt nämlich unseren Warp-Antrieb nutzen. Ich wüsste nicht, wo hier noch irgendwas los ist. Steht da Kickstarter? Da steht Kickstarter, Leute. Okay. Wisst ihr was? Das nutzen wir mal. Haha, dann kann ich mir das vielleicht sparen, das in den Thumbnail zu schreiben, wenn ich das ja dann als Thumbnail benutze. Das wird doch was. Das machen wir schön live hier. Läuft. Dann sehen wir uns auch nochmal den Fotomodus an. Den finde ich nämlich eigentlich ganz cool. Der bietet einiges. Oh, da ist auch noch unser anderes Schiff. Super. Ups, ich bin gerade gegengestoßen. Das ist nicht so geil. Das findet die Station sich auch nicht so cool. Aber passt. Okay, so. Läuft. Und Fotomodus. War das der richtige Moment? Ich hoffe es sehr. Yeah, das wäre nämlich echt gut. Ja, schaut es euch an. Mega gut. Warte mal, machen wir es besser noch. Besser noch so. Okay, passt. Foto. Bisschen höheren Kontrast. Der Kontrast irgendwie... Ich mag das. Man könnte es auch ein bisschen... nee. Ich finde den gut, höheren Kontrast besser. Ja, ein bisschen mehr Exposure. Genau, schöne Kickstarter mit rein. Okay, passt. Nehmen wir doch das. Mit Kickstarter mit drin. Das könnte aber noch ein bisschen näher sein, oder? Ja, passt schon so. Aber das ist noch ein cooles Bild von diesem wunderschönen Schiff. Das ich sehr cool finde. So, weiter. Screenshot-Mode brauchen wir nicht mehr. Okay. Ja, das wird sich vielleicht auch noch ändern, dass man den Fotomodus nicht mehr mit P macht und den Bug-Report mit B, wer weiß. Oh doch, hier unten ist noch was. Hilferuf und verdächtige Aktivität. Also man könnte hier noch ein bisschen was machen. Habe ich jetzt aber nicht mehr vor. Deswegen gehen wir direkt nach Tama 6. Also ich habe das auch noch nicht gemacht, was wir da machen könnten. Nicht Tama 6. Ich will nach Tasseta. Deswegen, I don't know. Da gibt es sicher noch ein paar Quests. Wir haben aber schon ein paar gesehen. Ich denke, das hilft dem Eindruck schon mal. Und jetzt... helfen wir bei der Friedensversammlung. We've been able to restore the transmission we picked up in the Slaver's headquarters. I think you need to hear this immediately. Ah, das ist cool. Hört es an. Fleet Admiral of the Children of the Sun here. Situation report, Commander. Commander Expleo from Lithobia 1 here. All preparations are complete as per your orders. Perfect. The Galactic Summit is nearly upon us. The wrath of the Children of the Sun shall fall upon the Interstellar Republic. I can't believe it. We have to relay this as soon as possible. Yeah. Understood, Admiral. Although there's something that worries us. A captain of the Republic is snooping around the sector. We followed him after his warp jump,
but he destroyed our ships. Take care of her as soon as possible. Ist eine Frau. Now is the time for us to control the mining and commerce network. Send a pirate fleet and make sure that the protonite mining stations are under our control and that none of the Republic stations are supplied. Ja, break deshalb. Their will, and if necessary, kill them all. May the sun light your way, Commander. Ja, und genau deshalb wurden die ganzen Stationen angegriffen eben. Genau deshalb wurden die ganzen Stationen angegriffen. Das ist praktisch die Erklärung für diese Verschwörung. Und jetzt können wir auch ein bisschen schneller machen. Dahinter und was das mit dem Sklavennetzwerk zu tun hat und sowas. Ja, es sieht sehr übel aus und es könnte große Probleme bei dieser Versammlung jetzt geben. Hoffen wir mal, dass wir da was gegen tun können. Aber wer weiß, wer weiß. Schauen wir es uns an. Es könnte sein, dass der Part hier sehr kurz wird. Ich muss besser kämpfen. Schaut mal, wer da ist. We welcome you, captains. The reception is awaiting you on the docks. Admiral Xiao. Representatives and diplomats shall be escorted to the Senate chambers, where the summit shall begin. I don't think we'll be having that summit, Admiral Xiao. The Children of the Sun no longer receive orders from the Interstellar Republic. What is the meaning of this, Nardos? For centuries, the Children of the Sun have been subjected to the whims of the Republic. That time has come to its end. We order your retreat and complete demilitarization of your strategic points across the universe. We've looked out for the security and common interests of the universe for hundreds of years. We won't cave into the scare tactics of a few bloodthirsty savages. Just a few, Admiral? Offene Rebellion, Leute. We've been complacent for too long, but that's over now. The Children of the Sun will no longer be led by an unworthy puppeteer. It's time to cut those cables and strangle their detractors with them to the last. Überall diese Schiffe, Leute. Admiral, this is high treason. Opposition to the Republic like this means a death penalty to anyone who supports your rebellion. Negotiations have ended, Xiao. Surrender or die. Nardos, be reasonable. This means war on a universal scale. Millions will die. The decision has been made, Xiao. May the sun light your way, Admiral. Die Kinder der Sonne sind gerade in offener Rebellion. Oh damn, und wir mittendrin. Ja, das kann ja nur gut sein, ne? Das kann ja nur super werden. Und gar nicht unseren, den Tod aller bedeuten oder sowas. Nein, 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 so ein Unsinn. Haben wir die Rakete losgesendet? Nein. Hallo, ich hätte gerne meine Nuklearrakete losgeballert. Jetzt müsste sie aber ankommen. Ja, und bam. Und ja, sie greifen die Headquarters an. Oh damn, jetzt schon? Damn, wir werden ganz schön niedergemacht hier, aber ich nutze die Station mal ein bisschen als Deckung. Hoffen wir einfach mal, dass wir durchhalten können für eine Weile. Okay, erstmal volle Möhre durchziehen hier. Ah, das Dumme ist, diesen Kampf können wir einfach nicht gewinnen. Nee, die fokussieren ja alles an uns. Und es tut verdammt nochmal weh. Komm schon, und... Bam. Ich wünschte, ich könnte die mehr targeten, die Atomrakete, aber leider kann ich es nicht. Oh, und ich habe schon alles auf die Schilde gegeben, was ich kann, ey. Gib mehr auf die Schilde. Die Schilde müssen halten. Captain, the headquarters is at a breaking point. Ja, die verlieren wir eh. Die Headquarters ist vorbei, Leute. Structural damage to the headquarters rising. Explosion imminent.
Ach, wieder ein Schiff weg, okay. Versuchen wir durchzuhalten, solange wir können. Wir werden untergehen mit euch allen. Wenn wir draufgehen, dann geht ihr auch alle drauf. Na, noch hält sich die Station, das ist aber ganz gut. Das hätte nicht passieren sollen. Ich glaube, das war mein Schiff, das ich gerade explodieren ließ. Das ist nicht so cool. Naja, in einer Schlacht passieren halt auch Fehler, ne? Boah, schaut mal an, wie viel das Ding durchhält, ey. Das ist doch, glaube ich, sogar Xiao und Natos, oder? Er hier, unser Freund. Oh, ich brauche die verdammte Atomrakete gegen den Typen. Ah, Mannschaft ist verwundet. Ja, das wird jetzt eine Weile sein. Ja, yep. They're dead. Und das wird unsere Aufgabe sein, praktisch. Oh nein. Burton? Burton! Answer, dammit! Bastard! Ja, guck mal, wir können ihn gar nicht killen, den Penner, ey. Das ist nämlich Natos, der Typ. Definitiv. Ja, und man sieht, dass diese Module hier bei dem Schiff nicht wirklich funktionieren, was ein bisschen schade ist. Aber well. Versuchen wir, Shio zu beschützen. Der ist der Letzte, der hier noch was bringt. Die letzte Aufgabe, die es zu erfüllen gilt, ist den Admiral zu verteidigen. Wieder einer weniger. Oh Scheiße, aber das tut weh. Heavy Damage. Nein, ich werde nicht runtergehen. Warte mal, wir müssen hier noch ein... Sorry für den kleinen Cut, aber wir müssen hier ein... Oh, Shio geht drauf. Ja, vielleicht ist das ein super Screenshot. Ich finde, sie müssen mit dem Rotfilter ein bisschen sparen hier, weil man sieht so wenig die Schiffe, meiner Meinung nach. Oh, aber das sieht mega cool aus, oder? Ich finde es klasse. Ja, das hier ist ein cooler Screenshot. I don't know, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, das so ein bisschen... hier reinzubringen. So ist besser. Guck mal, so sieht man das auch ordentlich. Haben die Exposure noch ein bisschen nachkorrigiert. Sieht man jetzt zumindest ein bisschen besser, was passiert. Lassen wir es so. Vielleicht nicht ein perfekter Shot, aber ich finde gut. Sehr gut. Ja, und jetzt müssen wir sehen, wie wir hier überleben, Leute. Und ich werde gerade ziemlich zusammengeballert, Leute. Ja, das ist vorbei. Oh, das wird er nicht. Hoffe ich zumindest. Ja, ich hatte das letzte Mal definitiv ein bessere... Ich hatte definitiv ein besseres Ding. Bessere Module, meine ich. Ja, und jetzt gehen wir auch drauf. Wir halten nicht mehr durch, es ist vorbei. Auch wenn der Part kurz war, hoffe ich, dass dieses Spektakel hier es wert war. Ja, wir werden ihn vernichten, komm schon. Noch ein bisschen, er ist auf 35%. Captain James Scott of the Interstellar Republic, ID 412HC. Deactivate protection protocols. Crew security protocols have been deactivated. Captain, the system will not support the overcharge. The probability of death is 100%.
We cannot allow the children of the sun to get away. Ist natürlich geskriptet, Leute. My full power. Yes, Captain. Life support offline. Defense systems offline. Redirecting power. Power at 110%. Das Fiepen. My situation analysis. Systems completely destroyed. Crew dead. I see. So this is it, right? MAR system. Protocol error. Damage. Easy. I'm here with you. Rest, My. Rest. Oh Mann, da geht's mit uns zu Ende. Und das war der Prolog von Between the Stars. Auch wenn da ein kleiner Grafikfehler wieder drin ist. Der war letztes Mal nicht da. Ja, was haltet ihr davon, Leute? Ich find's mega cool. Gerade dieser Auftakt ist super cool. Wir sind anscheinend tot. I don't know. Wer weiß, wie sie das weiterziehen. Komisch, dass da dieser Grafikfehler drin ist. Strange. Yeah, thank you for playing the Early Access Demo of Between the Stars. We'd like to remind you that open access to the public demo will be on the 12th of September of 2018. Also bald. On the same day as our Kickstarter. If you liked it, please follow our social media for more information. Yeah, ihr könnt @isolatedgames folgen. Steam Page gibt es leider noch keine, das ist ein bisschen schade. Aber wie ihr hört, am 12. September gibt es den Kickstarter. Schaut dann einfach mal nach am 12. Ich weiß gar nicht, welchen haben wir heute. Nehme ich schon mal nach. Nicht irgendwie. Wir haben den 9. Also in. Ich hoffe, der erste Part kommt jetzt. Das heißt, in 3 Tagen. Also kommt heute noch. Mal gucken. Ansonsten, also entweder einen Tag, nachdem dieser Part erscheint, oder 2 Tage, nachdem. Oder genau an dem Tag, an dem dieser Part erscheint, könnt ihr den Kickstarter finden. Ich hoffe, ich denke dran, ihn auch in die Beschreibung zu packen. Ansonsten erinnert mich ruhig nochmal in den Kommentaren daran. Das würde mich freuen. Schreibt mir, wie ihr dieses Game findet. Hat es gute Ansätze, hat es auch ein paar schlechte Ansätze. Mal gucken. Denn ist ja immer ganz gut, darüber mal zu diskutieren. Und was findet ihr, also findet ihr, dass derartige Games was Gutes sind oder eher was Schlechtes? Würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, schreibt mir und lasst mir Bewertungen da. Würde mich sehr freuen. Teilt auch gerne die Videos, wenn ihr möchtet. Und je mehr Exposure ich im Grunde, also je mehr meine Videos geschaut werden, desto eher sind die Entwickler natürlich auch bereit, mir so etwas hier zu überlassen, dass ich euch das vorstellen kann. Also, ne, je mehr Leute das sehen, desto besser. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns bei einem anderen Projekt wiedersehen. Euer Gary. Bis dann, Leute. Tschüss.